Nach diesem 2:1-Sieg gegen die Ukraine sind die Deutschen jetzt endlich mitten im UEFA Nations League-Modus angekommen und jetzt geht's gegen die Eidgenossen. In Köln. Und der Nations League Custodian, der Nationalmannschaftskenner, hat das Ergebnis richtig getippt. Gratuliere. Und unsere Wette mit über 2,5 Toren mit einer Quote von 1,7 war natürlich auch sehr, sehr easy eigentlich. Ja, verantwortlich dafür, dass die Wette eingelaufen sind, waren die Herren Ginter, Goretzka und auf Seite der Ukraine, da muss ich ganz kurz schicken, Ruslan Malinowski. Und ja, kein so schönes Spiel, aber zumindest hat jetzt Deutschland mal einen Dreier geholt, ist damit in der Tabelle auch Zweiter hinter den Spaniern, die im anderen Gruppenspiel die Schweiz mit 1:0 besiegt hat. Dadurch geht es jetzt gegen die Eidgenossen, die einen Punkt haben, den haben sie gegen uns geholt. Und jetzt ist die Frage, kommt ein Zweiter dazu oder sogar ein Dreier oder Null? Ja, die Schweizer sind jedenfalls motiviert und die haben ja auch gegen die Spanier mit 0:1 denkbar knapp verloren und der Trainer hat gemeint, in den letzten 5 Minuten hat Spanien nur noch das Ergebnis über die Zeit retten wollen und das wäre ja eine Anerkennung für die starke Schweizer Leistung, die ja noch dazu das Gegentor durch einen gravierenden Abwehrschnitzer von Xhaka und Jan Sommer, beide bekannt aus der Bundesliga, der eine spielt ja bei Gladbach, der andere hat ja mal gespielt bei Gladbach, jetzt bei Arsenal. Und deswegen ist die Frage, ja, wie stark ist die Schweiz wirklich? Also ich denke, gerade weil sich die Deutschen auch zuletzt nicht mit Ruhm bekleckert haben gegen die Türkei mit 3:3 und gegen die Ukraine ein 2:1 glanzloser Pflichtsieg, sind die Schweizer definitiv auch hier nicht chancenlos, wenn auch die Deutschen natürlich hier gewinnen müssen, was auch die Quoten widerspiegeln. Ja, und ich glaube, bei den Quoten muss man dann schauen, ob man etwas findet. Ich sehe auch die Deutschen noch lange nicht auf dem Berg. Also es gibt ja sehr, sehr viel Kritik daran, wer gerade aufläuft, wie die Einstellung der Spieler ist. Matthäus Schweinsteiger, die Ex-Nationalhelden, kritisieren deutsche Nationalmannschaft auch zu Recht. Löw sagt, er sieht das große Ganze und nicht nur einzelne Spiele. Aber das große Ganze ist mittlerweile schon seit ein paar Jahren relativ langweilig und gerade im Freundschaftsspiel und auch Qualifikationsbereich. Also letztendlich wird Löw natürlich dann auch nach Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften bewertet. Aber nichtsdestotrotz finde ich, sollten deutsche Nationalländerspiele wieder ein bisschen mehr Flair und Vorfreude auslösen. Das passt derzeit nicht. Ja, ist auch der Situation geschuldet mit Corona. Kannst jetzt auch nicht großartig irgendwie Flair erwarten. 300 Zuschauer in Köln. Ja, die 300 Kölner werden es wahrscheinlich auch nicht verändern, aber ich fand auch davor, auch in der Weltmeisterschaft davor, das war ja nicht wirklich jetzt das Gelbe vom Ei. Zumindest die Konstanz bei den 11 Jungs, die auflaufen werden am 13. Oktober, sollte relativ gleich sein, denn Löw möchte mehr oder weniger mit der gleichen Mannschaft spielen. Die Quoten 1,57 auf Deutschland, 6,5 auf die Schweiz, deshalb lohnt sich da mal ein Blick aufs Handicap Schweiz. Wir sehen hier plus 1, gibt eine 1,97. Wahrscheinlich, wenn Deutschland gewinnt, würden sie knapp gewinnen mit so einem 1-0, 2-1. Das sind so meine Vermutungen. Tut mir aber da sehr schwer, jetzt die Schweiz künstlich stark zu reden. Die sind Gruppenletzter, sie haben gegen die Ukraine verloren, gegen die Spanier kann man verlieren, gegen Deutschland auch zurückgelegen und ja, jetzt werden die auch nicht so das mega Selbstbewusstsein aus dem Spanien-Spiel haben, trotz der letzten 5 Minuten, oder Alex, siehst du irgendwo was? Ja, ich glaube auch, dass die Deutschen sich schon von Spiel zu Spiel auch ein bisschen steigern werden. Sie haben jetzt die Spiele gegen die Türkei und die Ukraine so ein bisschen zum Warmwerden genommen und jetzt kommt halt die Schweiz und ich denke, die Deutschen haben halt auch eine bessere Qualität im Kader und vor allem, wenn man dann die Offensive anschaut mit Gnabry, mit Havertz, mit Werner, vielleicht noch mit Sané und da ist dann schon die Schweiz brutalst unter Druck. Dann haben wir auch noch Kimmich und Kroos im Mittelfeld und das sind alles natürlich fast schon Weltklasse-Spieler, die ja, das natürlich auch noch beim großen Turnier dann unter Beweis stellen müssten, aber auf Vereinsebene natürlich mit dem Gewinn der Champions League auch schon bewiesen haben und von daher
Ja klar, diese deutsche Mannschaft muss jetzt auch mal ein Ausrufezeichen setzen und da kommt doch die Schweiz gerade recht. Deswegen würde ich hier von der Wette auf die Schweiz trotz der guten Leistung bestimmt gegen die Spanier ein bisschen Abstand nehmen und dann doch, wenn ich drauf wetten würde, auf dieses minus 1 für Deutschland gehen, weil ich einfach ja der Schweiz da nicht die nächste Überraschung zutraue. Ja. Oder man sagt sowas wie minus 0,75, da gewinnt man zumindest die Hälfte, wenn es ein 1-0 oder 2-1 wird. Denn du hast zwei Sachen angesprochen. Auf der einen Seite mit einem zweiten Sieg jetzt in Folge im Nations Cup hatten die Deutschen wirklich mal Ruhe. Dann können sie auch ihren Kritikern erstmal sagen, hey, wir haben jetzt zweimal gewonnen, passt. Auf der anderen Seite, auf die Leute, die es drauf ankommt, das sind halt die Bayern-Spieler, die du gerade genannt hast, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané vielleicht, Neuer. Das sind aber genau die Spieler, die in den letzten Wochen die heftigsten Programme abgespult haben und in der Bundesliga schon ein bisschen müde gewesen sind. Deshalb erwarte ich kein Feuerwerk, sondern ein eher defensiv eingestelltes Team, mehr Kampf als alles andere, wenn man das Kampf nennen kann, was kommt. Aber ich glaube wirklich, ein unter 2,5 Tore-Spiel werden wir sehen und wenn man gleich unsere Ergebnistipps abgeben, dann wirst du bei mir ein 1-0 für Deutschland sehen. Ja, ja, gut, dann hast du es ja hiermit schon getan, dann sparen wir uns jetzt die Mutmaßungen. Ich denke, wir können uns da eben dann nicht auf einen Tipp einigen, weil ich grundsätzlich auch hier wieder eher dieses über 2,5 bevorzugen würde. Aber deine Argumentation, die kann ich auch total verstehen. Ein 7-1 ist dementsprechend ein bisschen zu viel. Schau mal, was die Quote wäre für deinen Tipp. Was hast du gesagt? 1-0? 1-0 für Deutschland, ja. 20er-Quote? Nee, Deutschland hat Heimspiel. Ah ja, dann 8,5, ja, das ist jetzt bei nicht so beeindruckend. Ich denke schon, ich habe ja 3-1 gegen die Ukraine getippt, jetzt hauen sie halt der Schweiz 3 rein. Ich tippe wieder 3-1, weil ich mir diese 2-Tore-Differenz auch gut vorstellen kann. Und ja, aber ein Spiel, das in viele Richtungen offen ist. Mhm. Und von daher würden uns eure Tipps natürlich auch interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr hier noch irgendwas anderes findet, dann gerne das auch. Der Junge hat aber noch eine Anmerkung. Ja, der Junge, wenn wir uns beide einig sind, dass die Deutschen das gewinnen, dann ist doch das, unser Tipp eigentlich Deutschland minus 0,75 oder minus 1. Das kannst du aussuchen. Ich glaube, Deutschland gewinnt mit einem Tor Vorsprung, dann kriegen wir unseren Einsatz zurück. Aber bei minus 0,75 hätten wir schon mal ein bisschen was gewonnen. Ja, das stimmt, aber ist auch das Risiko zu groß, wenn es dann nicht einläuft. Von daher lieber riskieren, dass wir mehr gewinnen und dafür dann ja, besser dastehen, wenn es einläuft. Also Deutschland minus 1, weil es ein Pflichtsieg ist, sollten sie mit einem Tor gewinnen, deswegen kriegen wir das Geld zurück, wenn sie mit einem Tor bloß gewinnen, aber wenn sie mit 2 Toren gewinnen, dann ist diese Wette gewonnen. Von daher schön, dass wir uns darauf dann noch einigen können. Dann haben wir auch einen Grund, ein bisschen den Deutschen die Daumen zu drücken. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Spiel und wir freuen uns dann drauf, wenn es wieder in die Bundesliga geht. Und auch die Champions League ist nicht mehr allzu lang hin. Die ist nächste Woche. Ich freue mich auch tatsächlich wegen der Länderspielpause umso mehr auf die Bundesliga. Guten Start in die Woche. Und bis wahrscheinlich bald Donnerstag.